Das zweite Lagerfeuer steht an und damit auch die nächsten Dramen. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von Island! Woo! Ja Leute, in der letzten Folge hatten wir ja schon ein bisschen was vom Lagerfeuer mitbekommen. Die Frauen haben kollektiv die Szene gesehen, wo die Männer im Bett mit den Verführerinnen verschwunden sind und alle waren so, wer ist das jetzt genau? Sie wissen es nicht, es wurde nie aufgeklärt. Da starten wir auch gleich wieder rein. Wer sich natürlich aber auch mal die ganze Folge reinziehen will, kann es gerne machen. Auf RT Plus, den Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten immer gerne den Kanal abonnieren. Und wir gucken nun, wie es weiterging bei den Frauen. Lorraine kriegt die ersten Bilder. Also ich kümmere mich halt um alles so. Wenn es um die ganze Wohnung geht, so, keine Ahnung, sei es ein Terrassenaufbau oder was weiß ich, sie könnte da ein bisschen so den Part übernehmen, keine Ahnung, dann geht sie mal halt einkaufen oder sowas. Du machst das alles? Ich mach sehr vieles, ja. Ehrlich? Ja, ja. Krass, wusste ich gar nicht. Ja. What the fuck, du machst gar nichts, Junge. Okay, und da scheinen gewisse Differenzen zu sein, wer wie viel im Haushalt macht oder im Aufbau der Terrasse. Ich finde es interessant, dass Lorraine fast schon weinend wirkte, als er nur erzählt hat, dass er vieles macht. Sie war so, was? Also da sah man schon ein paar Tränen, aber okay, wie ging es dann weiter? Ich kann dazu gar nichts sagen, ich finde es einfach nur peinlich, was er macht. Der Junge ist ja richtig auf den Kopf gefallen, Alter. Wo lebt der? Er sagt, ich mach gar nichts, ich mach einfach alles, er macht gar nichts. Eventuell sollten sie wirklich danach darüber sprechen. Allerdings muss man mal ganz kurz überlegen, stell dir mal vor, die schlimmsten Bilder, die du von deinem Partner bei Temptation Island bekommen kannst, ist das. Also da würde ich mir auch denken, okay, also keine Probleme in der Beziehung, gar nichts, das kann man ja super schnell klären. Das ist eine Rarität. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Er blüht auf jeden Fall auf. Ja, er blüht komplett auf. Verunsichert Lorraine nochmal ein bisschen, obwohl eigentlich noch nicht so viel passiert ist. Aber gut, das war's auch tatsächlich schon wieder, ne? Also mehr hat sie nicht gekriegt. Na schön. Liebe Männer, willkommen zu eurem zweiten Lagerfeuer bei Temptation Island. Ihr lasst es ja offensichtlich ziemlich krachen bei euch in der Villa. Seid ihr euch darüber im Klaren, dass ihr gefilmt werdet? Und die Männer alle so, ja, natürlich, das vergessen wir doch nicht. Ja, ja. Junge, auf sich jedes Mal rauszureden. Habt ihr euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass diese Bilder von euren Partnerinnen gesehen werden? Definitiv. Ja. Wir machen ja nichts, was nicht abgesprochen war. Ach so, das war alles abgesprochen? Interessant. Das würde die Theorie natürlich bekräftigen, dass das alles Fake ist und alles voll die Fake-Show. Aber ich glaube eher, dass das, was die Männer da machen, nicht so krass abgesprochen ist, weil die schon einige Grenzen überschreiten. Winterfotzig, was soll das? Ausziehen, 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 ausziehen! Habt ihr etwa kleine Penisse? Die auf jeden Fall. Ja, zeigen wir nochmal die problematische Situation von Lorraine, damit auch die vergehenden Männer sich darüber lustig machen können. Ja, da ist bestimmt Eifersucht jetzt im Spiel. Vollkommen okay. Okay, also er wirkte kurze Sekunde nicht komplett happy mit der Situation, aber an sich ist er so, ja, nee, komm, ist okay und ist in Ordnung und passte alles und das fand ich gut irgendwie. Also klar, man muss jetzt nicht unbedingt davon begeistert sein von diesen Bildern, aber ich finde gut, dass er da jetzt nicht irgendwie Doppelmoral die rausholt. Allerdings wurde dann Nico irgendwie ein bisschen mit der Realität konfrontiert, weil er bekommt zum ersten Mal Bilder, wie seine Freundin nicht Party macht, sondern auf seine Bilder reagiert hat. Wenn für mich ein Punkt da ist, wo ich sage, okay, das kann ich nicht mehr vertreten, dann war es das. Das ist irgendwie interessant, jetzt daran zu gehen. Also Nico hat ein bisschen übertrieben und RTL denkt sich jetzt so, lass mal die Beziehung noch retten. Also wo kommt dieser Umschwung her? Manipulation in meinen Augen. Vielleicht recht krass reingeschissen. Eventuell solltest du ein paar Gänge zurückschalten und ich verstehe trotzdem nicht, woher das jetzt kommt. Also jetzt hat er anscheinend die Erkenntnis und weiß jetzt, ich habe zu viel gemacht. Dass ich nach dem ersten Lagerfeuer schon sagen kann, auf das Wiedersehen kann ich mich nicht mehr freuen. Ist dann halt auch schon eine Reaktion. Vor allem, wenn er das jetzt alles sieht, dann weiß er doch jetzt schon, oh mein Gott, die hat richtig schlimme Bilder gesehen, ich habe übertrieben. Und dann wird er doch jetzt, also für uns Zuschauer langweiliger, allerdings auch die Beziehung doch wahrscheinlich retten. Oder er sieht die Bilder und denkt sich so, fuck it, ich habe nichts gemacht, ich kenne immer noch meine Grenzen. Das wäre hart. Ja, ich glaube, ich muss von ihm rausfinden, ob er generell so schwanzgesteuert ist. So. Ja, genau. Diese Dummheit. Er setzt so viel aufs Spiel. Ja. So viel. Ja. Du gibst gerade eine Frau auf, so einen Diamant, damit du mit Steinen spielen kannst. Was?
hauptsächlich. Oh Gott, Luis, hast du die Aussage jetzt nicht verstanden? Oh, der Verführer möchte damit sagen, dass Sarah eine richtig tolle Frau ist, eine Quality-Frau und die Verführerin, ja okay, die hat jetzt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen geschämt damit, aber das ist die Aussage. Hast du nicht verstanden? Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Können die intellektuell auch gar nicht wachsen, Digga, wenn die solche Hohlbratzen da sitzen? Warum sagt der Toilette? Ehrlich. Diese Aussage von Luis, ich liebe es. Also irgendwie ist er auch ein bisschen Comedy-Gold, ne? Du kannst ihn die ganze Zeit labern lassen und du denkst ihn nur die ganze Zeit 24-7. Was ist mit dem? Wie kann man nur so viel Quatsch labern, ohne es selber zu merken? Ich meine, okay, das hat man eigentlich häufig im Trash-TV, aber das ist irgendwie anders. Ja, das also ist nicht so. Ich kenne sie eigentlich als extrem starke Frau. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen halt getäuscht, dass sie echt vielleicht echt so viel sensibler ist, als sie es mir sonst mal gezeigt hat. Das ist jetzt dein Resümee, das Ergebnis deines Denkprozesses, Nico. Also du denkst jetzt, deine Frau ist einfach viel zu sensibel und erträgt diese Bilder nicht und nicht, dass du übertrieben hast? Ach, ich hatte kurz Hoffnung vorbei. Ey, Mann. Ich kann jetzt nur abwarten, weil ich weiß jetzt nicht großartig, was ich jetzt ändern soll. Ja, also ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ich bin eh die ganze Zeit voll der Ruhige und jetzt soll ich noch irgendwas ändern und runterfahren. Wie denn? Ich mache ja schon gar nichts. Ach, Nico, so kurz davor hatte ich... Ich habe wirklich kurz Hoffnung gehabt, das wird nichts. Verstehst du das nicht? Mhm. Du verstehst das nicht. Naja, aber die Frauen haben natürlich auch voll fett Party gemacht und das sehen die Männer dann auch noch. Ja, ja. Und da denke ich mir so, stellt euch mal vor, das sind die schrecklichen Bilder, die ihr zu sehen bekommt, wie die Frauen ein bisschen tanzen mit den Männern. Also nicht mal mit den Männern in Körperkontakt, sondern einfach, jeder tanzt so ein bisschen für sich, ohne irgendeine Berührung, ohne irgendwie eine Verführung, gar nichts. Da würde ich mir doch denken, geil, die haben einfach nur Spaß. Also das sind voll die schönen Bilder. Da muss ich sogar mal klatschen. Boah, es war so krank, ne? Es war so krank. Hast du dir gefallen? Ja. Das Problem ist halt, ne, ich habe halt immer ein bisschen schon echt auf dich geguckt halt, ne? Echt? Was die gestern da aufgezogen haben, die Mädels, und wie sie, was sie sich dafür überlegt haben für uns, das war einfach grandios. Und wenn man jetzt eigentlich nur diese Szene sieht, denkt man sich doch so, ah, die Frauen haben irgendwie was performt, die Männer haben sich das angeguckt, eine Frau war besonders attraktiv, die hat er sich dann gerne angeguckt, aber klingt jetzt nicht so dramatisch, klingt doch ganz nett. Und dann kam die Szene und man denkt sich so, ah ja. Ja, war ganz nett, ne? Also, erst die Story hören, oh ja, die hatte Spaß. Okay, der hatte diese Art von Spaß. Also, Sarah ist, glaube ich, bald wirklich auch schon Richtung Trennung. Moment, war das nicht eigentlich auch die gleiche Verführerin, die in der ersten Folge zu Luis gesagt hat, ey, du bist voll mein Typ, ich würde dich niemals verarschen, ich liebe dich voll. Und der so, ja, geil, Mann. Und jetzt sagt die das auch zu Nico. Also, die sitzt da wirklich nur bei Leuten auf dem Schoß, die sagen, du findest mich geil. Die so, ja, klar, klar. Ach, die Männer, die fallen drauf rein. Und ich meine, die Frau muss nicht mal große Schauspielkunst da an den Tag legen, ne? Weil ich bin ja auch eigentlich dein Typ, ne? Ja. Ja. Doch. Ist okay. Ist da Stand jetzt noch der richtige Mann an deiner Seite? Ja, doch. Ja, wahrscheinlich möchte sie ihm noch verzeihen und versucht das dann später nochmal gerade zu rücken oder hoffentlich und hat noch Hoffnung. Aber irgendwie zweifelt sie schon. Vermisst du deine Freundin schon? Hä? Vermisst du deine Freundin schon? Ob du sie schon vermisst? Ja, was heißt vermissen? Das ist ja so ein paar Tage. Also, nee, also, nee, eigentlich nicht. Gut, diese arme Enttäuschung bei Charlene. Auch so, vermisst du mich? Los, sag sie, du mich vermisst. Achso, du vermisst mich nicht. Gut, das ist doch auch mal eine nette Info. Wobei ich sagen muss, in einer gesunden Beziehung, also hat man dann so ein richtiges Vermissen, wenn man die ganze Zeit abgelenkt ist und es eine gesunde Beziehung wäre. Also wenn du von deinem Partner kurz getrennt bist, vermisst man den dann so krass stark? Klar, ein bisschen schon, aber nicht unbedingt. Aber ich glaube, in dieser Situation sollte er es einfach sagen, weil das kratzt schon wieder. Du kotzt mich an sowas. Ja, eigentlich nicht so der Typ, der Händchen hält, aber Melissa hält gerne Händchen. Und gut, bei so einer Frau kann man auch mal eine Ausnahme machen, ne? Das wäre, glaube ich, jetzt richtig witzig, wenn er mit Charlene niemals Händchen hält, weil sie es möchte und er voll nicht. Und dann bei Melissa sagt er, bei so einer Frau, da kann man eine Ausnahme machen. Er meint, er hält es nicht mehr aus, weil er so gut ist die ganze Zeit. Ich kotze gleich. Okay, und sie hört noch von der Adrian musste loslegen auf der Toilette Story. Jemand hatte, glaube ich, auch noch bei den Kommentaren vom letzten Video geschrieben, dass sie es schon schlimm findet, dass Adrian das tut, aber noch viel schlimmer findet, dass er es danach der Verführerin erzählt hat. Und irgendwie habe ich darüber nachgedacht, gedacht, ja, das stimmt, das ist super weird, oder? Deswegen weiß ich jetzt, sie hat ja irgendwie
vergessen, in welchem Format wir hier sind, oder? Oh, ich dachte, sowas passiert später. Ich meine, imagine, du bist schon in einigen Formaten gewesen, kommst dann zum Beispiel bei Temptation Island VIP an und denkst dir so, das ist Love Island gewesen, ne? Boah, die Frauen sind aber irgendwie offenherzig hier, aber das ist Love... Ja, okay, dann los. Kann auch irgendwann mal passieren. Gott, Kinders! Was weiß ich nicht, der Eklige. Die hat schon bei dem übernachtet und jetzt kuscheln die morgens. Ja, dann kann sie auch direkt da im Bett bleiben. Glaube, Charlene denkt sich auch langsam so, den brauche ich nicht mehr. Da ist auch eine Trennung in Sicht. Also ich glaube, Charlene und Tatum werden jeweils ihren Partner verlieren. Bei Sarah, sie hat noch Hoffnung. Und bei Lorraine und Adam läuft ja eigentlich alles okay. Ja, das ist ja super. Glaubst du, sie vermisst dich im Moment? Also ich bin mir sicher, dass Charlene mich auf jeden Fall sehr vermisst. Also sie wird es auf jeden Fall mehr zeigen als ich. Ja, natürlich wird sie es mehr zeigen als du, wenn du es einfach so gar nicht zeigst. Allerdings... Ich finde diese Einstellung auch so toll. Ja, ich vermisse sie auch gar nicht und Jardine ist jetzt auch nicht gar nicht so toll. Aber ich bin der Macker hier. Also mich vermisst man natürlich, weil ich so ein toller Hecht bin. Ah, das Selbstbild. Also manche Leute sollten öfter mal einfach einen Spiegel benutzen, glaube ich. Das würde generell helfen. So ein Spiegel für die Seele, damit die wissen, so geil sind sie nicht. Guck sie dir an. Ja, wir gucken sie an. War das jetzt gerade so ein leicht verliebter Blick? War das gerade abstoßend? Was hat er empfunden? Weil da war ja auch schon so ein bisschen Reibung dabei, ne? Dass wir beide uns verstehen, wissen wir beide. Ja, dass wir beide gemerkt haben, dass wenn du Single wärst, dass das in eine andere Richtung laufen könnte. Oh, das stört ihn dann anscheinend auch schon ein bisschen. Obwohl das Gespräch eigentlich nur daraus besteht, dass der Verführer labert und Charlene sitzt. Ich bin besoffen. Aber mal gucken. Ja, also Charlene hat dasselbe gemacht wie ich. Also sie hat nichts Schlimmeres gemacht. Gut, sie hatte intensive Gespräche vielleicht. In dem Sinne, wie gesagt, sie stellt sich mit dem anderen, könnte sich was vorstellen. Das habe ich nie gesagt, aber sie hat nichts gemacht, was ich ihr nicht erlaubt habe, also was wir uns nicht erlaubt haben. Oh mein Gott, das klingt so okay. Also er hat voll recht mit der Aussage. Ich finde schön, dass er noch sagt, was ich ihr erlaubt habe, also wir uns gegenseitig erlaubt haben. Anscheinend ist das... eine Grenze oder vielleicht haben die Grenzen trotzdem nicht ganz gut abgesteckt, weil er glaubt, es ist alles im Rahmen und alles ist gut. Interessant. Wirklich interessant. Also ich finde schön, dass er auch jetzt nicht irgendwie zurückschlägt und sagt wie so ein Louis, oh mein Gott, was macht sie da? Aber irgendwie, ich bin verwirrt von diesem Lagerfeuer. Warum? Was gefällt dir hier so besonders? Generell einfach das Experiment, die Jungs, wir sind eine Megatruppe, die Verführerinnen sind auch unglaublich starke Charaktere, wir haben so intellektuelle Gespräche auf so einem hohen Niveau. Ja, das ist es, was das Format vorantreibt. Die Deep Talks. Genau, Luis. Die sehen wir die ganze Zeit, wir fühlen sie. Und die Deep Talks sind das, was dich wirklich begeistert, ne? Ja. Genau. Wenn du erstmal eine Hand halten willst, sag Bescheid. Oh, wie cute von Nico ist das denn? Aber Luis so, nein, brauche ich nicht. Ich halte das aus, was Tatum jetzt alles wieder macht. Was ist denn, Luis? Sie sieht von dir viel schlimmere Dinge. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der geilste Move, aber sie sieht halt von dir echt schlimmere Sachen. Guck doch ruhig hin. Ja, was soll man dazu sagen? Man hofft natürlich, dass da irgendwo Prozess auch ist und dass man sich im Fernsehen auch ein bisschen intelligenter darstellt. Und diese Tipps! Geil, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Ich möchte ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn in anderen Formaten nochmal sehen will oder ob das nur witzig ist mit dieser Doppelmoral in dieser Sendung, aber es ist einfach nur herrlich, wirklich. Ich bin reif als Tatum, weil ich einfach noch tiefgründigere Gespräche führen kann und weiß, wo meine Grenzen sind. Ihr zahlt euch aber auch zu Menschen. Ich zahl alles. Ja? Will er mich eigentlich komplett verarschen? Ja, das will er, Tatum. Ich finde auch schön, dass sie dann jetzt sieht, was er über sie sagt und dann die Szenen sieht, was er alles so macht. Das macht nochmal den Kontrast so viel besser. Und ja, Temptation Island gönnt, ne? Naiv handelt und ihre Grenzen nicht kennt. Hallo, Louis, der Salamander. Die Nacht ist noch jung, würde ich sagen. Oh Gott, ist das ein Schnittgold. Ich liebe es. Und Tatum sitzt da so... Wie besoffen war ich eigentlich, als ich mit ihm zusammengekommen bin und stand ich unter Drogen, während ich mit ihm zusammen war? Wie geht das? Ja, wir sind alle verwirrt, Tatum. Diese Erkenntnis auch zu haben und dann trotzdem noch an ihm zu hängen, ist schon so... Die machen sehr viel, die Jungs, hinter der Kamera, weil man weiß ganz genau, das sieht man nicht, man hört nichts. Oh, da waren alle nochmal ganz kurz schockiert und waren so, ach so, was, das, was wir alles sehen, das sind schon zwar schlimme Sachen, aber hinter der Kamera geht noch mehr ab.
Alles klar. Und wenn wir Ex on the Beach schauen und uns die zweite Folge angeschaut haben, wissen wir, dass da auch viel Drama auch hinter der Kamera mal passiert, was viel später rauskommen kann. Ich gucke ihn so an und er sagt so zu mir, ja, du machst mich richtig heiß, ich halte es hier fast nicht aus, bla bla bla. Ist vorbei. Ich schwöre, vorbei. Bricht Tatum wirklich ab? Das wäre jetzt auch ein krasser Move. Das würde dann mal wieder zeigen, sie hat es nicht für den Fame und fürs Geld gemacht, sondern sie wollte wirklich die Beziehung testen und sie weiß, es ist vorbei. Es ist einfach peinlich. Es ist einfach nur peinlich und ekelhaft. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Und ein Cut wäre jetzt ein guter Schritt. Und dann könnten wir nochmal eine spannende Folge sehen, wo die es wiedersehen haben. Weil da waren nur die gleichen Partys. Ich weiß ja nicht. Ja, das, wenn ich dir eine Sache sagen darf, halte durch. Weil nur so wirst du wirklich erfahren, wie weit wird er noch gehen? Vielleicht will sie das gar nicht erfahren. Vor allem, stell dir mal vor, du hast einen untreuen, schrecklichen Boyfriend und dann siehst du das alles und findest das heraus und sagst dir, okay, das ist mir jetzt zu viel, ich will das hier beenden, ich will nicht mehr in Kontakt mit dem. Und dann kommt jemand zu dir hin und sagt so, bleib in der Beziehung, um zu gucken, was noch alles passiert. Ja, thanks for nothing, Lola. Also du willst die Person auch nur halten in der Sendung, damit einfach mehr Content kommt. Ich hab's gecheckt, lange Runde. Was hat er gesagt, naiv? Ja, du bist naiv und du hast unreif und kann nicht Nein sagen oder so. Ja, genau. Sorry, ich kann auch nicht Nein sagen. Ist halt so. Vor allem, ich denke mir nur so, ja, ich bin naiv, dass ich dir vertraue. So, weißt du, ich, auch so ein Schwachsinn sozusagen, ich bin naiv. Ja, so gesehen war das aber wieder eine gute Überleitung, Tatum, ne? Also, du bist naiv, dass du ihm vertraut hast. Ich liebe es, dass Sarah einfach nur ihre Decke gewickelt ist und so, ich will pennen, ich will gar nichts mehr, das ist mir alles viel zu anstrengend und viel zu dumm. Ja, aber die muss auch noch durchhalten. Man muss sagen, im Großen und Ganzen, also nichts ist gesteigert, aber also, ich muss bin sagen, ganz ehrlich, Digga, ich habe leider wieder eine Frau gesehen, die einen besoffenen Blick hatte. Alter, was hat er denn die ganze Zeit? Das macht mich jetzt wieder so aggressiv, vor allem, weil wir ihn jetzt die ganze Zeit wieder labern hören über die schreckliche zweite Lagerfeuer, dass er die schlimmsten Bilder ever bekommen hat. Oh Gott, das regt mich doch wieder auf. Ich will ihn nicht mehr sehen. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Ich würde mir halt wünschen, dass sie nicht nur ihre Leber testet, sondern auch das Experiment testet und auch intellektuelle Gespräche führt. Das ist seine Konsequenz. Kann er auch mal vielleicht drüber nachdenken, dass Tatum vielleicht auch mit irgendwelchen Verführern spricht, nur er das nicht gezeigt bekommt? Also warum denkt er, dass er von diesen 5-Minuten-Clips, die er insgesamt bestimmt beim Lagerfeuer bekommt, wir sehen ja auch nicht immer alles, was die sehen, warum denkt er, dass das alles ist, was Tatum erlebt? Wie kommt man auf so einen Gedanken? Ja, verstehe ich nicht. Habe ich kein Verständnis für. Wir wollen heute mal ein bisschen ruhiger machen, das vielleicht mal ein bisschen sacken lassen und drüber sprechen, was passiert ist. Und wir versuchen uns direkt selbst zu reflektieren. Oha, was sind das denn jetzt hier für neue Töne plötzlich? Also kommt hier doch noch irgendwie eine Erkenntnis? Werden alle noch dazulernen? Nee, oder? Nein. Also letztes Mal war deutlich krasser. Okay. Es war jetzt nichts so extrem krasses dabei, ne? Ja, das würde ich, glaube ich, aber auch so unterschreiben. Also am Anfang sind die Männer mehr aufgedreht. Ich glaube allerdings auch, dass am Anfang, also irgendwie, die sind jetzt einfach müde. Also so nach 5 Tagen Dauerparty ist man einfach so, ja, wir können jetzt miteinander rummachen oder wir lassen es uns schlafen. Weil ich bin auch immer in meinem Schlafmodus angekommen. Ich will mir einfach eine Pulle Wein reinziehen und schlafen gehen. Wo wir halt nicht wissen, welche Typen das waren. Das war halt die krasseste Szene. Das sah aus, als ob die eine Orgie feiern in irgendeinem Bett. Was? Und ich liebe es, wie Antonino so ein bisschen gelächelt hat und dann irgendwann so, oh mein Gott, ich darf nicht lächeln. Nein, das ist keine coole Info, eine Orgie im Bett. Bah, sag ich dann nur. Die Männer werden fast ähnlich wie beim letzten Lagerfeuer in höchst festlicher Aufmachung empfangen. Die Verführerfrauen haben auch schon keinen Bock mehr. Und so, nee, lass einfach auch mal einfach nur sitzen. Ist das Film? Ich weiß nicht, was ich da jetzt so genau erzählen soll. Also, mein Freund ist ein Betrüger oder was soll ich jetzt sagen? Ja doch, das genau kannst du ja sagen. Das fasst die Situation auch ganz gut zusammen. Und jetzt kann sie sich ja auf ihren Verführer einlassen und ihm zurückgeben, zurückzahlen. Und das könnte ein anderes Drama wieder geben. Sich immer um alles kümmern. Ich weiß doch aber, wie es ist. Also, stimmt nichts dran, was er sagt? Ja, Junge, das ist meine Wohnung. Der Typ weiß nicht mal, wie man eine Waschmaschine anmacht. Das ist irgendwie überraschend oft der Fall, dass Männer nicht wissen, wie man eine Waschmaschine benutzt, oder? Das habe ich schon sehr oft gehört und bin jedes Mal sehr verwirrt. Okay, aber wie gesagt, also immer noch, wenn das Schlimmste ist, Leute, sprecht einfach kurz miteinander. Das Thema kann man ja in 5 Minuten klären. Männer reden extrem viel negativ über die Verführer-Männer in der anderen Villa.
vielleicht ist es so ein bisschen so ein Ego-Ding, dass sie sich so denken, vielleicht könnte der mir doch gefährlich werden. Und deswegen müssen wir uns immer über die lustig machen, was aber auch immer eine sehr traurige Reaktion ist, weil man die dann weniger ernst nimmt, finde ich. Also wenn ein Mann sich über andere Männer lustig macht, weil die rumflirten oder verführen, also diese Reaktion, denke ich mir so, bist du ein Kind, kannst du nicht mit deinen Gefühlen anders umgehen oder was geht bei dir? Also ich weiß nicht, ob ich spinne oder ob die spinnen alle. So, und der hat ja nicht einmal über mich geredet. Kann es positiv oder negativ sein? Die anderen haben halt über ihre Freundin so gelästert, aber das war für mich kein richtiges Lästern. Und er redet einfach nicht über mich, weil er mich gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Charlene, hast du irgendwie die gleiche Krankheit wie Luis? Weil nur weil du es nicht gesehen hast, wie dein Freund über dich redet, heißt es ja nicht, dass er nie über dich redet. Obwohl, bei Adrian kann es stimmen, weil er, ja, ich vermisse dich eigentlich nicht, die ist halt weg, juckt mich nicht. Aber wahrscheinlich redet er halt trotzdem manchmal über dich. Also, das wird halt noch nicht gezeigt. Willst du mich jetzt verarschen oder was, Alter? Sie war extrem am Heulen, alles drum und dran. Natürlich trifft es ihn, wenn er jetzt seine Freundin weinen sieht. Aber es hindert ihn nicht, hier weiterzumachen. Die versteht halt nicht diese Einstellung, die ich habe, ne? Dass ich hier halt wirklich Vollgas gebe. Um zu zeigen, dass ich nicht immer Vollgas geben muss. Das ist auch der ultimative Beweis einfach. Also komplett übertreiben, um zu beweisen, dass man nicht übertreibt. Ja! Ja! Und ich bin leider kein Kind von Traurigkeit. Ich finde es schon extrem, wie die Männer überhaupt nicht reflektieren können, was finden die jetzt bei den Frauen schlimm und was finden die jetzt aber bei sich selber überhaupt nicht schlimm. Und ich finde da immer faszinierend, wenn die Verführerinnen so komplett schockiert von den Männern immer sind. Immer so, was die machen, wie sie reden, was sie denken, wie sie nicht reflektieren, wie sie in ihrer Beziehung agieren. Alle Verführerinnen machen trotzdem weiter ihren Job, aber sind dann in der Kamera in dem Einzelinterview immer so, was sind das für Männer? Also, da merkt man auch nochmal, wie die das ja alles spielen für die Männer, dass sie ganz toll sind und es gar nicht so meinen. Und ich liebe es einfach. Warum nicht? Ich habe echt keinen Bock mehr eigentlich hier zu sein. Ich überlege wirklich abzubrechen. Oh Tatum, dann mach das doch. Lass dich jetzt nicht von allem bequatschen, dass du nicht abbrechen sollst, sondern zeig klare Kante, brich ab und hol Luis auch aus seinem Paradies da mal raus mit seinen Deep Talks. Auch Charlene ist in dieser Nacht kaum zur Ruhe gekommen. Aber einer ist bis in die Morgenstunden an ihrer Seite geblieben. Oh, ihr cuter Verführer, der sich voll um sie kümmert. Und die haben dann auf dem Sofa gekuschelt. Und wir alle wissen, wenn der Verführer mit dem Bett schläft, das ist ja peinlich. Wenn sie zusammen auf der Couch schlafen, das ist okay. Bro, ich war mit deiner Freundin auf dem Sofa. Wir lagen Kopf an Kopf. So. Und die Blicke haben wieder gesprochen. Ne? Wir sind zusammen eingeschlafen. Und teilweise, wie die zusammen eingeschlafen sind, denke ich mir so, wie können da groß die Blicke gesprochen haben? Weil wie können sie sich da angesehen haben, wie sie Kopf an Kopf? Egal, die Blicke haben gesprochen, die Liebe ist da. Und eventuell geht Charlene trotzdem vergeben raus, nur mit dem Verführer am Ende. Kann ja passieren. Wäre auch okay. Dann hat sie einen verbesserten Adrian. Oh, alter Schwede. Mhm. Das wird auf jeden Fall eine gute Herausforderung werden. Ja. Aber so jetzt, ich bin mir unnormal sicher, dass wir echt auch alle hier rauskommen. Gut. Ja, weil wir haben bis jetzt auch nichts gemacht und wir haben einfach nur ein bisschen Party gemacht, aber wir sind einfach safe, wir haben gute Beziehungen. Ja, ich liebe es auch immer, wie die Männer eigentlich für sich selber sprechen und denken, die kommen selber gut raus und sagen dann aber, die ganze Gruppe ist super. Also Adams, bei dem passt es ja, aber wenn du zu Nicole siehst, ja, ich glaube, ich kann die Beziehung noch retten, wir können alle unsere Beziehungen retten, yes. Reden die jetzt immer so komisch, obwohl die ja gar nicht wissen, wie die anderen Beziehungen funktionieren. Die sehen ja nur diesen schrecklichen Part und reden den ja schon schön. Nein! Ja, ich habe gestern halt auch Bilder bekommen, aber halt auch Bilder, die mich sehr, sehr belastet haben. Ich sag mal so, wenn man die Partnerin weinen sieht, die man über alles liebt und man im Nachhinein weiß, dass man daran schuld ist. Dann sollte die Einsicht doch kommen. Und anscheinend ist die Einsicht gekommen. Also er ist dann schlafen gegangen, hat vorher noch voll auf cool getan, ist ins Bett gegangen und hat dann doch gecheckt. Oh! Vielleicht war es übertrieben und dumm. Ich sollte das mal lassen. Gefällt mir gut. Adrian müsste halt ein bisschen aufpassen, nicht was er macht, sondern wie Melissa mit ihm umgeht. Weil Melissa geht schon da ordentlich ran und sie ist 24/7 bei ihm. Ah, und jetzt wollen sie auch noch Adrian beschützen, weil Melissa zu sehr rangeht. Haben die mal Adrian beobachtet, dass er die ganze Zeit an Melissa rumtatscht und überhaupt? Also klar, Melissa geht dann weiter drauf ein, weil sie die Verführerin ist, aber... Also eigentlich sollten sie Adrian mal klar machen, dass er mal ein paar Stunden zurückschalten soll. Es gibt allerdings noch das große Drama mit der Hand, die in der Hose verschwunden ist. Die Frauen wissen immer noch nicht ganz Bescheid, aber sie reden nochmal drüber. Also weißt du, wenn wir wenigstens wissen, wer das war. Ja, ich würde es auch gerne wissen, weil jeder ist sicher, dass das sein eigener Freund war, aber das war meiner.
Ich glaube auch, es war meiner. Und es war einfach Nico. Also es war keiner von den beiden Freunden da. Und die so, boah, die anderen sind so dumm und denken, das war ihr Freund, aber es war mein Freund. Und nein, das war mein Freund. Beide irren sich. Tatsächlich endete auch da schon wieder die Folge. Allerdings gibt es diesmal noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche, weil ich fand das schon interessant. Nächstes Mal bei Temptation Island. Deine größte Versuchung, die ist, die muss ein bisschen wachsen. Aber Justine. Ja, Justine? Adrian wird Melissa fallen lassen, nimmt den Tipp der Männer auf und sagt so, okay, ich muss wenige Kontakte mit Melissa. Oh, das ist ja eine andere Frau. Tschüss. Das wird wahrscheinlich so passieren. Ich finde das schon hilarious, weil das bedeutet, er lernt kein bisschen dazu. Yay! Ja, Leute, und das war's dann wieder mit dem Video gewesen. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich könnte mir alles noch draufklicken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.